willkommen, meine lieben Bad Homburger Infoshow-Zuschauer, zu einer weiteren Episode hier bei der BAIS, die Bad Homburger Infoshow. Mein Name ist Raffi Schmanzki und ich bin heute hier kurz vor der Ruhe vor dem Sturm, wenn es darum geht, dass heute der Kurparklauf in seine 23. Runde geht. Und wir haben sehr, sehr viele Teilnehmer, angeblich bis zu 500 Teilnehmer, die heute hier einen Kurparklauf entweder 5 Kilometer oder 10 Kilometer angehen werden. Und wie das alles aussehen wird, hoffe ich jetzt in einer guten Stimmung und mit vielen guten Läufern und ohne Verletzte. Unsere Sendung heute in der BAIS Bad Homburg Infoshow, der Kurparklauf in Bad Homburg. Haben Sie Zahlen zu den Anmeldungen zum 23. Kurparklauf? Ja, wir haben dieses Jahr wohl auch wieder Rekordanmeldungen. Wir hatten beim 10-Kilometer-Lauf über 300 Anmeldungen, beim 5-Kilometer-Lauf über 200 Anmeldungen. Nun ist es immer auch so, dass ein paar Leute sich anmelden, nachher nicht kommen. Lauschhaus gibt es auch, aber trotzdem von den Anmeldezahlen Rekord. Vielleicht zu den Vorbereitungen für den Kurparklauf. Trainieren Sie privat auch und wenn ja, wie oft die Woche? Also mein Ziel ist es, was ich nicht immer komplett durchhalte, aber so zweimal die Woche morgens im Kurpark zu laufen. Super, vielen Dank. Wir freuen uns auf das nächste Jahr, wenn zum 24. Kurparklauf hier da abgeht. Ja? Sehr gerne, danke. Ja, auf jeden Fall. Gibt es denn irgendwelche Ziele für heute? Also erster, 15. oder nur dabei sein? Ja, unter wie viel? Na, 55. Okay, das schafft ihr aber, oder? Ja, klar. Okay. Und was ist die Intention dann heute für euch? Ist es mehr, dass ihr einfach am gesundheitlichen Aspekt teilnehmen wollt oder fit bleiben wollt oder hier diese schöne Gemeinschaft an allen Läufern auch mitbekommen möchtet? Ja, die Stimmung ist immer tatsächlich gut was hier. In diesem Moment mit den letzten Klängen von unserer Band Windstärke 12 über die Ziellinie gegangen nach 33 Minuten. Jetzt kommt erstmal der zweite, schnellste Mann 2016 mit der Nummer 81. Er holt sich den Vizetitel. Herzlichen Glückwunsch, Sebastian Bienert von der LG BSN. Und da kommt der Drittplatzierte, der schnellste Mann, der hinter allen beiden Führenden jetzt über die Ziellinie geht. Und er trägt auch noch passenderweise die Nummer 3, Konstantin Lotz. Herzlichen Glückwunsch zu Platz 3. Wer wird die Schnellste? Wir warten. Und jetzt dürfte sie mit dabei sein. Ich sehe sie, glaube ich, schon kommen. Es ist die schnellste Frau 2016. Die Startnummer hängt auf der anderen Seite. Ich kann es nicht sehen. Die 169. Herzlich willkommen zurück. Da haben wir sie. Jenny Schulz von den Skills 04 aus Frankfurt. Die schnellste Frau auf Bad Homburger Gemarkung. Zehn Kilometer? Seid ihr zum ersten Mal hier? Und wenn ihr schon mal hier gewesen seid, was waren eure schönsten Erfahrungen gewesen? Also, wir wohnen hier gleich nebenan. Ach so, okay. Und von daher laufen wir hier ziemlich oft und ja, wir lieben einfach diese Strecke hier. Also, ja, tolles Ambiente. Das ist ja, wie das abläuft und ähnliches mehr. Ja? Was war die Startgebühr heute gewesen? 6 für 10 und ich glaube 4 für 5.
Okay, ist aber angemessen, glaube ich. Aufgrund der schönen Veranstaltung irgendwas mehr. Das ist eine Band, das ist ziemlich cool. Ich wollte gerade sagen, und Essen und Trinken gibt es ja auch halt. Ja? Also ja, es ist ja nicht nur Lauf, sondern Event schlussendlich halt schlechthin. Ne? Mhm. An meiner Seite ist Johannes, Erstplatzierter, und Daryl, Zweitplatzierter. Grüße euch und nochmal ganz groß Gratulation, dass ihr hier am Kurparklauf teilgenommen habt. Wie viele Läufe oder Kurparkläufe habt ihr schon gemacht in eurem Leben? Also bei mir war es jetzt der erste, weil ich neu in Bad Homburg bin. Ich finde es super, ist eine super Strecke, super Atmosphäre. Also bist du dazugezogen? Ich bin jetzt neu dazugezogen, genau. Und nächstes Jahr auf jeden Fall wieder dabei. Ja, cool. Herzlich willkommen erstmal in Bad Homburg. Danke. Und du, Daryl, wie oft hast du schon mitgemacht? Also ich glaube, das ist mein zweites. Ich habe vor 4 oder 5 Jahren den 10 gemacht. Ja. Und heute schon den 5 Kilometer. Toll. Was ist euer Geheimrezept, dass man als Erster und Zweiter durch Ziel laufen muss? Ist es die Ernährung? Sind es die Trainingseinheiten? Was ist es? Also sagen wir, von nichts kommt nichts. Genau. Natürlich das Training. Bei mir ist es tägliches Training. Boah. Aber bei anderen Läufern reicht es, wenn man 3-mal die Woche laufen geht. Dann kann man auch eben locker gut teilnehmen. Wie viele Minuten oder Stunden läufst du dann? Das ist unterschiedlich. Von einer halben Stunde bis 2 Stunden Training. Habt ihr euch gegenseitig gebettelt auf dem Kurparklauf? Oder war es jetzt auch Zufall, dass ihr Erster und Zweiter geworden seid? Nee, ich glaube, wir sind also die erste Runde auf jeden Fall zusammengelaufen, weil ich gesagt habe, alleine kann jeder irgendwo durch den Wald laufen. Ich laufe hier, um mit Leuten zusammenzulaufen. Deshalb nehme ich an solchen Veranstaltungen teil. Deshalb habe ich gesagt, die erste Runde laufen auf jeden Fall zusammen. Und in der zweiten Runde schauen wir, wer halt schneller ist. Gut. War es für euch leicht gewesen, am Kurparklauf teilzunehmen, oder war es doch irgendwo anstrengend an einigen Stellen? Natürlich, die Bergpassagen kommen jedem irgendwo ein bisschen anstrengend vor, aber danach geht es auch wieder bergunter, also alles in allem eine Top-Strecke. Das war wieder eine weitere Episode hier bei der BHIS Siebert Homburger Infoshow, heute live vom 23. Kurparklauf. Und während hier im Hintergrund die letzten Klänge noch laufen und die letzten Läufer nach Hause laufen, möchte ich mich nochmal bei euch bedanken fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Zuhören an die ganzen Episoden. Und falls ihr ebenfalls bei dem Kurparklauf dabei gewesen seid, dann zögert nicht und schreibt uns einfach einen Kommentar, wie es euch heute hier gefallen hat und wie ihr euch für den nächsten Kurparklauf vorbereitet.